Ja, das ist Playclaw 5, nämlich zum Aufnehmen. Okay. Also direkt mit Facecam, das ist immer ziemlich gut. Also ich habe jetzt schon mal bei Fraps aufgenommen. Läuft schon, ich schneide das später. Yeah. Du willst mich beschneiden? Ja. Ja, klar, wie bei South Park, hallo, mit der Ismail. Okay, wir fangen an, okay? Ja. Die Aufnahme startet jetzt. Hallo und herzlich willkommen beim neuen Nether-Folge von mir. Ja. Und ich habe dabei heute mal nicht den Captain Meile und den Daniel LP, nein, heute was ganz Besonderes. Eine schöne YouTuber-Gruppe mit einem eigenen Kanal, ja, den verlinke ich natürlich in meiner Beschreibung. Der Name passt nicht so ganz zu Nether. Camper Hive. Jawohl, so ist es. Ich habe so das Grinsen in der Fresse, und ne? Das kannst du dir nicht vorstellen. Rumhüpfen. Dabei ist auch der Razer in HD, ein immer gern gesehener Gast bei mir. Und ja, der Gordon ist, ja, wie soll man sagen, den ihr nicht ihr Chef, aber der ist halt einer von der YouTuber-Gruppe. Doch, er unterdrückt uns. Dann übergebe ich mal das Wort an dich. Ja, alles klar, gut. Also in-game, ja, hier heiße ich Camperhive, weil ich der Einzige bin, der irgendwie es hinbekommen hat, der Bezüge zu unserem Kanal mit dem Namen herzustellen. Dann dabei haben wir hier den Willy Wonka, das ist der Lukas. Ja, und diesen Player 287, ich weiß nicht, wie er auf den Namen gekommen ist, das ist der Patrick. ja, wir sind halt so ein kleiner Kanal auf YouTube, haben aktuell fast 600 Abonnenten und zocken halt eigentlich immer so Indie-Spiele, aber auch den normalen Abklatsch, so Battlefield 4, Minecraft und so. Ja, und wir wollen jetzt einfach mal bei Nether einsteigen und deswegen haben wir uns jetzt halt an den Tim gewandt. Ja, ich freue mich auch ganz dolle darüber. Sind auch alles, also wir sind jetzt mittlerweile, glaube ich, schon gefühlte 40 Stunden im TS, bevor wir anfangen. Das ist schon verdammt spät, ne? Aber egal. Ja. Alles nette, also wirklich liebe Leute, guckt euch denn ihre Videos an, geht auf den Kanal. Ihr müsst ja nur auf den bescheuerten Link klicken in meiner Beschreibung und vielleicht sogar in mein Video mache ich einen Link rein, damit das mal so ein bisschen. Das wäre ganz, ganz lieb. Und dann guckt euch mal an, was diese wilden Buben hier machen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall raus in der Welt, die frisch gepatcht wurde. Da sind einige Patches dabei gewesen, also einige Sachen, die dabei waren, die geil gepatcht wurden. Und da wollen wir ein paar Abenteuer erleben. Wir werden wahrscheinlich schwer oft sterben, denn die drei, außer Razer ist der Einzige, der mir den Rücken eigentlich stärkt, werden hier mehrfach sterben. Herzlichen Glückwunsch, danke Optimismus. Ich habe eine Kanonen-Pistole. Wir werden hier jetzt schon verfolgt von den Leuten. Kreis wir ja sind alles. Safe. Okay. Ja, wo wird er hin? Jetzt ihr entscheidet. Ich bin einfach nur, ich laufe euch hinterher. Also ich würde gerne auf, ich habe mir meine Brechstange geholt, so. Weil ich gerade echt in der U-Bahn zwei Sachen gefunden habe, ne, zwei Knarren, würde ich echt mal gerne noch mal in die U-Bahn rein. Oh oh, die ist jetzt nicht mehr safe. Kommt einfach raus aus der Safe. Nicht rennen. Okay, nicht rennen. Einfach nur gehen. Weil wenn ihr jetzt Nether jetzt neben uns spawnt, der rennt uns hinterher und zieht 2 Milliarden Nether hinterher. Na stimmt, hast du recht. Wir können die Safes dann auch reparieren. Da seht ihr, guck mal jetzt einmal kurz in der Richtung wieder rein. Das ist so ein grüner Turm, der dampft da so komisch. Oh, oh. Ja. Den kann man jetzt reparieren und davon müssen wir 6 reparieren, dann ist die Safe wieder safe. Ah, okay. Ja gut, kann man aber auch sein lassen und wegrennen. Naja, wir sind jetzt noch nicht erfahren genug. Ich wollte es ihr sagen, aber ich bin ja selber alleine nicht so erfahren. Es laufen sie so schlimm aus, immer noch. Und die anderen Spieler können uns natürlich auch töten. Ja, die Laufanimation. Eine Ratte! Oh, eine Ratte! Eine Ratte! Vorsicht, wir können uns selber schlagen. Alter, ich weich schon aus. Alles klar. Razor, pass auf mich auf, okay? Ja, ich mach schon keine Angst. Ich guck mal, dass gleich wieder irgendwann rauskommt. Wir laufen auf einen Klumpen, das ist alles ziemlich. Ach, wir machen hier einfach nur Spaß, ne? Ja, genau. Wir haben da nichts zu verlieren, genau. Ist ja genau wie in eurem Video, ich habe mir ja schon ein paar angeguckt von euch, das ist immer ziemlich lustig. Nein, das ist nicht mit ernstem Verstand, wir sind einfach halt eine kleine Gruppe, die also einfach nur random Spaß haben wollen. Ja, das die Videos sind gut, die gefallen mir, auf jeden Fall. Yeah. Nein, ich habe mich von der Ruppe getrennt. Wir sollten nicht ganz so öffentlich. Jetzt können wir mal ein bisschen rennen. Wenn wir was anziehen, ich habe einen Katana, da kann ich wenigstens den Nether mit killen. Aber wenn ich euch erwische, außersehen, mache ich mega Schaden. Da passt auch auf. Na, ich habe schon passenden Schaden im Gehirn, das passt. Nein. Wow, ich bin tot. Ah, Alter. Ich lebe. Alter. Wir werden sterben. Razer, wo bist du? Ich bin tot. Ja. Ich bin down. Ja, ich bin als erster draufgegangen. Ja, ich kann das ganz nur ich bin vorstellen. Ich kriege Energie dazu. Nein! Oh, halt, ich kann nicht rein. Ich bin tot. Alter. Okay, wir switchen jetzt einfach wieder nochmal in der Safe Zone, damit wir uns auch treffen. Wir können ja versuchen zu reparieren, also mehr fällt mir jetzt gerade auch nie ein, weil wir werden das irgendwie Geld oder XP oder so? Auf jeden Fall dicke XP sogar. Ja, eins ist schon repariert. Und einer von. Ah Gordon, ich seh dich. Ja, hi, ich bin tot. Ach, eins. Fuck, die Safe Zone ist ja nicht mehr sicher, deswegen. Ich lauf gerade zu dem grünen Dampf hin. Also, der geht ein bisschen schneller.
Ja genau, da sind die, diese Türme müssen repariert werden. Okay, ich repariere ich gerade. Ich auch. Ich von Häusern runter. Oh, ich werde gerade angegriffen! Schaden. Achtung! Ich habe repariert. Ich auch. Ja, guck mal, ich will auch noch XP, aber ich... Oh lol, ich sehe einen. Alter, diese Augen, ne? Ja. Ich helf dir. Oh nein, auf wie viel schon wir geschossen? Was haben die denn davon? Die haben überhaupt nichts davon, wenn die mich töten. Oh, ganz ruhig, Braune. Ey, wie kommt man hier überhaupt runter von dem Scheißhaus? Alter, was? Okay. Die Türme sind schon repariert, also wir sind gleich wieder safe. Und ich bin hier noch neben dem anderen. Leute, jetzt hier einfach überall Loot spawnt irgendwie. Okay, ich hab auch einen gekillt. Ich geb mal. Ich riskier's mal einfach. Oh nein. Oh, 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 er hat mich gesehen, Hilfe! Renn weg von mir! Rusty, nein! Den kenne ich nicht. Ich repariere den Turm hier einfach. Ja, wo ist denn der grüne Dampf? Ist der auch noch höher oder sind die alle auf dem Boden? Wir sind, Alter, ja, sind überall verteilt, ne, die Türme. Hilfe, Willi! Nein! Ja, komm, ich renn. Oh, wie gemein die Spieler sind, die killen mich einfach, obwohl ich die scheiß Hälfte repariere. Hier ist gleich wieder safe. Player increased Level 3, okay, krass. Aber, die sind nicht irgendwie in den Häusern versteckt, die Türme, na, oder? Versteckt LOL! Ich bin einer tot. Fehlt da nur noch. Wo ist der letzte? Ich weiß ja nicht, welche repariert wurden. Ich spawne über den. LOL! Ich bin einfach tot. Einfach umgefallen. Also ich halte auch gerade die ganze Zeit Ausschau nach grünem Dampf, ne? Nach diesen Leuchtfackeln. Ja, ich auch. Oh Gott, ich hätte einer fehlt nur noch. Ein einziger Turm. LOL! Bestimmt der... Ich weiß nicht. Sind das eigentlich immer sicher? Also ist gleichen Spots oder wechselt das so ein bisschen durch? Nee, das ist immer dieselben. Immer dieselben. So, hab ich noch einen gekillt. Ich irgendwann merken. Ja, ja, ich glaub, ich weiß, wo der ist, der fehlende. Überall sind diese Small Packages vom Spawn. Ah, da ist Gorn. Ja, ich so. Okay, also ich kann schon mal sagen, neben dem Crafting Town ist es nicht. Alter, hier sind Alter. Ich hab den letzten Turm, Guck auf die Karte, wo der ist da. Oh nein, ich hab ganz viele Nessers angezogen. Ah, da unten auf der anderen Seite, okay, ich komm. Ach, werden die auf der Map angezeigt? Nein, aber wir wissen jetzt... Ich bin beim Turm. Du siehst ja, wo Tim ist. Aber ich hab glaube ich 4000 Nessers angezogen. Ich versuch den zu reparieren mit meinem letzten Lebenstropfen von Energie. Da schießt jemand. Hinter dir ist ein Ding, pass auf. Ja, dann mach ihn kaputt, wir müssen... Hälfte geschafft. Gleich ist es safe, wir kriegen ordentlich Punkte in der Gruppe, wartet ab. Und BAM! Hinter uns. Und das leveln wir alle erstmal fett. Und ich krieg Lebensenergie, das ist neu. Die spawnen sofort wieder, das ist ja schön. Ah, oh, das ist geil, wir haben die Safe Zone gesaved. Ich hab Level. Ah, nice, okay. Ah. So. Krass, okay, warte, so Charakter. Ja, hat mir $30 eingebracht oder ich so. Hab direkt 4 Punkte. 4 Punkte habe ich bekommen. Wo sieht man das eigentlich? Ja, auf also, welches Level du aktuell bist und wie viel Geld du hast. Oh, ich wollte euch doch 1000 XP habe ich gekriegt, Herr Heide Witzker. Ah, okay, jetzt hier, ich sehe es. So, ich hab 4 Punkte, ich habe mal Blocken gemacht und Stamina ist vielleicht auch nicht schlecht, ne? Ja. Keine Ahnung, ich wäre jetzt auf Survival oder so gegangen und... Einmal Blocken ist Pflicht. Und dann gehe ich immer auf Strange, bis auf die Weste, da kriegt er auch mehr HP. Okay, so viel habe ich jetzt nicht. Ja, was ist so für den Anfang am besten, was man nehmen soll? Einmal blocken auf jeden Fall, damit ihr blocken könnt. Könnt ihr hier in der Safe Zone jetzt gerade nicht. Also Stamina oder was ist das? Nein, unten blocken du. Musst du richtig lesen können, mein Freund. Ich hab Kleidung. Amili. Ja. Was wollt ihr? Ich hab Kleidung, Hüte, Mütze. Und was noch? Will einer von euch eine gay-ähnliche Mütze haben oder wollt ihr coole Mützen haben? Ich glaube, ganz ehrlich, ist das nicht erstmal zweitrangig? Eine gay? Eine coole? Nee, die coole nicht. Eine Motorradmaske? Und gibt's irgendwie Beschreibungen von wegen, was die einzelnen Fähigkeiten bringen? Ganz kurz, ihr habt mir gerade einer gewunken. Mit der Maus drauf. Wie kann man denn winken? In dem Spiel. Du mal Enter und dann rechts oben. Ah, hi. Ah. Was habe ich hier noch? Ey, so ein Power Ranger Hut, den gebe ich euch noch. Dann kann ich euch auseinanderhalten. Wo seid ihr? Hinter dir, neben dir. Okay, dann schmeiß euch mal ein paar Hüte raus. Die habe ich alle gefunden im Spiel. Sammelt die mal auf. Oh, bei der Rusty. Habt ihr alle eingekriegt oder hat der Rusty geklaut hier? Rusty hat einen geklaut, wahrscheinlich, ich hab einen bekommen. Warte mal, ich hab nur einen... Hüpft mal jeder, der jetzt einen Hut aufgenommen hat. Also ich hab einen... Ja, egal, brauch ich jeden. Doch, nehme ich jetzt mal mit, vorsichtshalber. Ja, warte mal. Einer hat nur einen Hut? Doch, du hast nee, ich auch. Einen. Ja. Nur Player 287 hat keinen, nur kriegst du einen, warte. Ich hab echt Massen an Hüten. Also ich hab im, so wenn ich jetzt I drücke und da Head steht, dann hab ich da einen, aber der wird mir nicht angezeigt, finde ich. Ich sehe dich auch nicht damit. Wird er mir warte, angezeigt? Warte, pass auf, der Typ vor uns will uns das wegnehmen. Hier, dreh dich um, Player 287. Und jetzt? Ja, hallo. Gordon. Und jetzt? Da, guck mal, das ist ein Assi. Hau ab. Gordon. Ja. Nein, jetzt? Immer noch nicht, nein. Ja, ihr müsst einfach nur rechts draufklicken, equip, ne? Oder ihr zieht den oben in den... Lol, was hat er für einen geilen Move drauf?
Kann man sich auch skillen. Ah, wir haben jetzt die ganzen Fratzen auch so an der Backe. Ja. Das merke ich jetzt erst irgendwie, weißt du, so weggejumpt okay, ist. Okay, also bevor... Ich mache jetzt nochmal ganz kurz einen kleinen Cut hier und stelle nochmal was um, bevor wir wieder rausgehen aus der Safe Zone. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder in der Aufnahme, das war's auch schon. Boah, ja. Das war ein langer Schnitt, ey. Ja, ich musste halt nur mit dem Taskmanager Priorität okay, hochstellen. Jetzt gehen wir mal weiter raus aus der Safe. Hier haben wir jetzt den einen Spieler. Maverick? Maverick kenne ich aber, der sollte mir nichts tun. Ja, sind ja nur fünf andere, die gerade irgendwie hinter uns herlaufen, die wir nicht kennen. Scheiße. Ich hab keine Ausdauer mehr. Das ist nicht so sehr, du darfst echt, musst aufpassen, du darfst sie nicht verballern, weil das unglaublich lange dauert, bis sie sich regeneriert. Wenn nee, du ganz kurz vor knapp bleibst, ist immer ganz cool. Ja, komm, der rennt direkt mit einer Pistole vor, mit einer Knarre. Oh, da vorne ist schon einer direkt, passt auf. Ja, hier rechts, jo. Im Nebel. Ja, wir können rechts an der Wand lang laufen. Also, das ich meine, kein Spieler, sondern Nether. Achso. Ne, kommt weiter an der Wand lang hier. Hinter uns ist einer mit dem Katana, dem Maverick. Ist safe. Okay. Hüpf, ne, also hier kann uns keiner was, keine Sorge. Achso, ich darf ja nicht sprinten. No, jetzt darfst du sprinten. Jetzt passiert ja nichts in der Safe. Wir sind jetzt zwar nicht mehr drin, aber wir sind durch die ganze durch dieses ganze Zeug durchlaufen, was an der Wand steht, also die Bäume und so. Jetzt sind wir nicht mehr safe ab hier, wartet mal. Ich bin noch safe, ich bin noch safe, ich bin noch safe. Ja, ich auch noch. Oh, ich auch noch. Jetzt bin ich mehr. Escort, sag ich so, hardcore, nein, wir rennen einfach nur. Oh Gott, du bist ganz knapp auf der Höhe aus der Ding. Ja, ich weiß. Da kommt der Rusty, der will uns jetzt auf jeden Fall killen. Ne? Der Rusty kann uns killen, obwohl er nur eine scheiß Knarre hat. Kann man, nee, man kann ja nicht auf das Safe Zone raus, das heißt. Also hier kann er uns jetzt nichts laufen, denn noch ein paar Meter weiter sind wir protected. Mercy! Weiß nicht, ob ich Rusty kenne, ich bin gerade ein bisschen unsicher, ob ich den mit dem schon mal gespielt habe, ich weiß es nicht. Aber der rote Rand, der sieht echt nicht nett aus, ne? Aber das liegt daran, dass er in einem anderen Tribe ist. Okay. Okay. Kannst du mal so schreiben. Ich bin jetzt nicht mehr safe, ne? Und hab wegen euch den Hut vor mir, den ich in der Hand habe. Egal, das könnt ihr wiedersehen. Ey, der hat schon die Pistole rausgeholt. Nee, das, okay. Komm, wir da hat er Pistole auch in der Hand. Also ich renne jetzt einfach, renn mit hinterher. Komm mal, ja. Guck mal, dieser Arschloch, was sie macht. Wir warten einfach den nächsten. Der ist rennt, ganz, der ist rennt, ganz ich lieber. Hab Angst, der rennt. Lass uns doch hinter der Ecke warten und den direkt umlocken. Ja, ich renn auch. Ja, komm. Ja, wir sind ja gar nicht mehr safe. Wenn er uns töten will, kann er uns jetzt töten. Da ist er immer noch hinter uns. Und wenn der schießt, alle stürmt den Typen. Also, oh, okay. Wir können doch einfach... Komm, Ey, ganz kurz, wieso drehen wir nicht einfach um und geben den auf die Fresse jetzt? Nein, weil er uns nichts tut, dann ist es in Ordnung. Das ist meine Spielweise, ich bin immer... okay. Ist also... TS? Ich weiß es nicht, verdammt. Ganz ehrlich, ne? Den Camp-Hype wird eigentlich jetzt kurz einen Prozess machen. Ja, wir mit dir kurz einen Prozess machen. Ja, okay, wir haben nur so ein scheiß Küchenmesser. Ich trau mich nicht, ich will ihm nicht den Rücken zukehren. Ach komm, ist doch egal. Ja, einer halte den im Auge immer und dann ist er... Ey, das war, hier ist noch welche, schießen welche! Ah! Komm in den Waggon. Da schießen welche in den Waggon. Ah, ja, rein da! Ich hab Rusty gekillt, glaube ich, wenn ich es richtig gehört habe. Ja, ich drück doch eh, Geh weg! Rusty gekillt! LOL! 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 Ich renn raus, aus dem Wagen raus, ich bin jetzt LOL! Weg. Nein! Ich bin tot. Nein! Ich versteck mich hinter Baum. Der hat mich gekillt, der Spasten, ey. Boah, du hast echt keine Chance, aus Safe Zone kommst du nie raus. Ich renn an mir vorbei! Seid ihr noch neben? Ich hab mich gerade hinterm Auto einfach mal hingelegt. Ich... Wo bist Nein! Du? Der hat mich gefunden! Alter, das ist doch scheiße! Ach, du warst das, okay. Ich bin am Wagon, ich lag da an dem Baum. Ich bin in der Safe Zone gespawnt wieder. Safe Zone. Ah, guten Tag. Soll ich sie angreifen? Ja, mach mal, weil also sie haben. Die sehen mir, diese Rennrad. Der hat nicht gesehen, rennt mir vorbei. Sie rennen mir, jetzt schauen sie mir direkt ins Gesicht. Ich mach mal den Chat auf, mal gucken. Ich versuche so ein paar Nether-Typen anzulocken. Wo macht man den Chat auf? Enter. Aber stehen bleiben, du darfst aber nichts anderes drücken. Ihr kriegt. Nein. Und da ist er tot. Aber du wirst von anderen gekillt, nicht von Maverick. Maverick! Das ist aber nicht der Maverick, den ich kenne. Niemals. Ja, herrlich, ey. Gordon, hi. Ja, guten Tag. Ey, was hast du denn für ein geiles Messer da in der Hand? Ah, hör mal, das ist die Premium-Waffe. Komm, wir tauschen. Okay, alles klar. Ja, hier kannst du... Ein Buttermesser. Kannst du gerne haben. Bitteschön. So, jetzt kannst du meins nehmen. Boah, mal geil. Made in Italy. Geil. Boah, super. Das ist aber ein Messer hier. Also, ich finde, das ist ein fairer Tausch gewesen, dankeschön. Boah, Naked Guys. Ja, Willy Wonka, yeah. Das ist das Geile, jetzt kannst du dich viel schneller treffen hier, wenn du immer stirbst. wollen wir mal auf die Madison Street und da ist bestimmt, ja, da ist ein U-Bahn-System. Ja, wo seid ihr denn? Ich finde euch nicht. Ich sehe kaum noch was. Ah, ich sehe, jetzt sehe ich euch. Oh, ich hab was markiert, Entschuldigung. Wir brauchen hier einfach nur, glaube ich, hier rausgehen, dann kommt da schon eine U-Bahn. Aber lauter voller Spieler. Ja, ist ja...
quasi egal. Ja, jetzt haben wir nichts zu verlieren. Ne? Wir haben die Saves und zwar gerettet. Danke, danke, liebe Mitspieler. Wir haben die Saves für euch gerettet. Ne? Und das ist echt so. Tod. Ist echt so. Wir haben als Team, glaube ich, fünf Türme aufgestellt und die. Ja. Ja, einer war schon da, als wir zurückkamen. Ich sag da mal, alle, die das Video dann gucken und uns gekillt haben, Dankeschön. Als Kameradenschweine hier. Jo, hier ist eine U-Bahn. Hier ist eine U-Bahn, komm einfach hinterher. Ich spring mal ganz unauffällig da rein. Ah, ach, hier ist die schon, hätte ich niemals gefunden, ey, ohne Scheiß, bin so blind in dem Spiel. Total verwuchert, oder? So unter dem Motto. Mhm. Ja, ist alles. Also das Setting von der Map finde ich genial. Also ihr seid ja, wie gesagt, Noobies noch in dem Spiel. Yay! Die alte Map jetzt, die neue, ist wiederum ziemlich. Ja, langweilig, sag ich mal. Aber die hier, also, die ist schon sehr liebevoll aufgebaut, muss man sagen. Also sieht wirklich aus, als ob die Welt schon seit 10 Jahren nicht mehr wirklich bewohnt ist und gepflegt. Also in dem Trailer sagen die 8 Jahre. Ja, ja, also, ja gut, 8 Jahre. Aber 2 Jahre ist das Spiel schon drauf. Ja, ja, ich bin ja schon 31 und vergesslich. Natürlich, natürlich. Vergesslich. Wo seid ihr denn jetzt? Ich bin an der rechten Tunnel. Wir sind im gleichen Tunnel, nur rechts. Also ja, rechter Tunnel. Ich hoffe, dass hier keine andere Kurve gibt, weil bei mir geht die links rum, die Kurve jetzt. Ja, uns auch. Ja. Okay, dann laufen wir gleich. Lorenz hätte jetzt einen Spruch abgelassen. Aha, Lorenz. Ja. Ja, nee, lass uns den Lorenz jetzt mal nicht in die Pfanne hauen. Du weißt aber, oder ist es einfach nur gerade meine Einstellung irgendwie? Ja, klar. Es ist hier an sich dunkel, logisch, ist ja eine U-Bahn und Lichter geleuchtet, hier war das immer taghell drinnen, aber das ist nicht mehr so. Ich wundere mich gerade echt, warum Strom das hier überhaupt, warum ich überhaupt was sehe, ist in der U-Bahn, ne? Ich hab $30 gefunden, Gordon, was los? Echt? Bin ich da noch vorbei? Ja, du bist einfach drüber gelaufen. Ja, ich hab gesehen, dass du eigentlich noch ein bisschen Geld bräuchtest und deswegen habe ich dir die netterweise überlassen. Ist doch klar. Ja, ja, ich bin erster. Scheiße. Ich hab keinen Sprint mehr. Boah, wenn jetzt hinter mir einer steht, ne, ich bin wieder letzter. Nee, ich hab noch Sprint. Leute, Alter! Auf einmal plöppt da so ein... Ach, hier schon Schicht im Schacht im wahrsten Sinne. Also ihr seht an den weißen Rand um den grünen, den ihr habt da über den Namen, dass wir eine Gruppe sind. Ne? Das ich hab einen roten. Okay. Ich hab auch einen roten Rahmen. Ja, weil ich in einem Tribe bin. Aber bei allen? Wenn ich in einem Tribe bin, bin ich gleich ein Feind. Wenn wir in selben Tribe sind, ist alles grün. Alter, das Wasser, ich dachte gerade, da kommt irgendwas raus. Aber eine scheiße Idee, so ein Zelt aufzustellen, oder? Und ehrlich. Kinderwagen. Hab ich irgendwas verpasst? Nö. Wir sind tot. Wir sterben nur am Laufen. Was hab ich? Das haben wir aber schon prophezeit vorher. Ja, das ist echt so. Weil ich war gerade, ich musste gerade. Die Wand flackert total. Ich glaube, die Folge nenne ich einfach kommentarlos Kill on Sight. Ja, ja. Also meine YouTuber, meine Zuschauer wissen schon Bescheid. Also ich sterbe auch immer am laufenden Band. Okay. Ja, was wissen du, wenn die eigentlich die ganze Zeit nach der Safe Zone irgendwie bekämpfen? Ja, das ist scheiße. Da kannst du nichts machen. Ne? Das Einzige ist halt, dass du auch eine Waffe hast und sie dann schnell abknallst. Die ganzen Pro-Gamer, sag ich mal, die loggen sich ja aus und machen dann einen Weltspawn irgendwo und campen dann auch die ganze Zeit nur. Deswegen sind die auch Level 31 und wenn die einmal beschossen werden, drücken die auf Lockout, dann sind sie 5 Sekunden dort, dann bist du raus aus dem Spiel. Ach so, okay. Ne? Weil die haben ja Schiss, natürlich ihr Level 31 zu verlieren. Ich bin eher der Spieler, der zockt einfach aus Fun und wenn ich gekillt werde, auch wenn ich Level 20, 30 bin oder sowas, dann ist es halt so, ne? Ja, also es ist quasi, es gibt immer die Idioten, wie schon damals bei DayZ, ne, hier die Combat-Loggen machen. Geld. Ich will auch $30 haben. Ja, das ist halt, ja gut, Idioten oder hin oder her, jeder darf das Spiel ja spielen, wie er will, ne? Ja, klar, ob das dann jetzt so, wie sagt man, Roleplay ist, ne? Fairplay ist es im Endeffekt gar nichts mehr dann irgendwann, dann ist es nur noch wirklich Snipern, sich ausloggen und Ja, das finde ich so ein bisschen schlimmer an DayZ einfach. Du findest keine Spiele mehr an dem ich hab Angst. Mit denen du spielen kannst. Ja, drauf da! Passt auf, dass ihr euch nicht selber zerhackt. Ja. Oh, ich geh mal weg vor allem vor Katar. Ja, ist Katar ist ja gleich da. Ich hab auch XP bekommen, dankeschön. Woran sieht man das denn? Ach, rechts unten. Rechts über den Energieball. Crawlers, was hab ich gerade gekriegt? Ich geh mal kurz. Alter, die Lichteffekte, die sehen ja richtig geil aus. Du, die Nizza hier, ne, die ihr tötet, die verlieren Teile. Hab ich grad eins aufgehoben. Die Teile, die könnt ihr dann in jeden Safe Zone, da gibt's so Order of Cool heißt das. Oder School, nee, ich glaube Cool. Da könnt ihr die Teile eintauschen gegen Munition, Waffen und. Okay. Oh, man hat aber nur begrenzten Platz in diesen schäbigen, extrem grill leuchtenden grünen Rucksack, den wir aufhaben. Mhm. Ne? Sehr fesch. Heißt also, wir haben wirklich nicht viel Platz, um viele Teile mitzunehmen. Ja. Man kann aber Rucksäcke auch random finden. Du musst sie nicht kaufen, aber du musst halt Glück haben. Ich bin so von Weitem sieht man. Aber so ein richtiges Pay-to-Win ist es jetzt auch nicht in dem Sinn, oder? Ja, manche sagen das, ne, aber du kannst dir jetzt nichts kaufen, was dich jetzt besser macht, ne? Ja, das habe ich nicht verstanden. Es gibt ja die Watcher, Believer und, wie hieß die andere Version, die letzte.
keine Ahnung, noch so eine dritte Version. Der Unterschied ist bis zu 30 Euro, Preisunterschied, was ich einfach finde. Wir sind einmal im Kreis gelaufen, sehe ich gerade. Nein, so. Vor uns ist die große Safe Zone. Fuck. EG. Komm weiter, ja, weil wir die scheiß Kurve genommen haben. Ja, okay. Und ich verstehe halt einfach nicht, wie kann man 30 Euro mehr ausgeben? Also ich habe jetzt die günstigste Version genommen, weil ich einfach nicht einsehe, man bekommt halt nur dieses Gold. Und dafür kann man sich im Endeffekt ja nur Items holen. Kleidung. Ja gut, Kleidung, aber dann wirst du einmal abgeknallt und dann ist die Kleidung weg. Und dann hast du Real-Life-Money für Scheiße ausgegeben. Ja, hinter euch liegt der Loot. Ah. Ach, das droppt dann da, okay. Ja, das droppt raus. Hab ich jetzt auch was gekriegt? Ja, ich nicht. Das wird ja weggelootet von deinen besten Freunden. Ja, aber wie die Geier einfach nur hier, weißt du? Der Pro-Gamer führt uns und wir zum Arsch-Geier. Also was ich persönlich in dem Spiel gut finde, ist zum Beispiel, dass wir gemacht haben jetzt. Ne? Wir sind jetzt aus der Safe Zone raus und dank euch natürlich völlig wirrwarr einfach nur rumgerannt. Ach Quatsch. Da verliert auch jeder Pro-Gamer verliert die Spur. Ne? Die schaffen dich nicht zu folgen hier in diesen Wirren dieser Häuser, Schluchten und vielen Eingängen. Ja. Also hast du echt Überlebenschance, wenn du mal wegrennst. Das geht. Ja, das habe ich auch gesehen. Ich fuhr gerade von so einem Riesenvieh. Ich habe natürlich vor der Aufnahme nochmal ein bisschen rumgelaufen, habe das Spiel mir angeguckt. Ich bin von einem Riesenvieh weggelaufen und es hat einfach funktioniert. Also obwohl die sich halt porten können, wie sie wollen. Ja, irgendwann ist er mal weg, aber du kannst auch Pech haben, dass er dich dauer verfolgt, ne? Wir gehen mal das Häuschen hoch hier. Gibt's öfter Loot. Jo, hier gibt's Loot. Hier oben mal hochgehen, da gibt's Loot. Ah, hier kann ich searchen. Eine Ammo-Box ist hier. Wetten, da ist ein Sandwich drin. Oh ne. Okay, jetzt. Oh. Wie viel sagen Ammo, ne? Ja, echt, also ich hätte, bei der Beta weiß man ja nie. Also da war Gewehrmunition drin.